Hallo liebe Fußballerinnen, hallo liebe Fußballer, willkommen zurück zu unserer nächsten Technik-Challenge Indoor. Wir wollen euch heute zwei Tricks vorstellen. Das eine ist der Ziehen-Vorlegen-Trick und der andere ist die Schussfinte. Dazu brauchen wir eine Kugel und wir brauchen vier Hütchen. Ihr könnt anstatt der Hütchen aber auch Bücher nehmen oder Klopapierrollen oder aus Pappe was zurechtschneiden. Wir wollen gleich mal loslegen mit dem ersten Trick. Und zwar legen wir eine Matte auf den Boden, die anderen können wir dabei auf die Seite legen. Legen den Ball hier neben die Matte und wir stellen uns jetzt vor, da hinten ist das gegnerische Tor. Der Gegner greift mich im vollen Tempo an und versucht mir den Ball wegzunehmen. Ich warte, bis er kurz vorm Ball ist und versuche den Ball wegzuspitzeln. Dann ziehe ich ihm den Ball vor der Nase weg und lege ihn gegen seine Laufrichtung vor. Das heißt, ich könnte dann direkt aufs Tor zulaufen. Schauen wir uns das nochmal im Detail an. Also relativ lange warten, bis der Gegner versucht, den Ball zu spitzen. Dann ziehe ich den Ball mit dem einen Fuß weg, springe mit dem anderen Fuß um und lege ihn vor. Also das ist das Entscheidende, dass wir nicht so stehen bleiben, ja, und den Knie dann sozusagen fast brechen, sondern dass wir hier hopp uns verdrehen und dann den Ball nach vorne legen, das Gewicht nach vorne bringen, dass wir da relativ schnell sein können. Okay, ganz wichtig ist, dass die Rechtsfüßer machen den Trick, ziehen, vorlegen mit rechts und die Linksfüßer machen das bitte mit dem linken Fuß. Das heißt, die starten auf der Seite. Das ist ganz wichtig, das Ziehen, Vorlegen ist nämlich ein fußspezifischer Trick, den machen wir praktisch nur mit unserem starken Fuß. Ganz anders mit den anderen Tricks, das zeige ich euch dann, wann wir es mit beiden Füßen brauchen und wann nur mit einem. Also der Rechtsfüßer startet bitte so, ziehen, vorlegen und der Linksfüßer startet bitte so, ziehen, vorlegen. Alles andere bleibt dann genau so. So, jetzt versuchen wir mal, jetzt bauen wir mal hier so ein kleines Kreuz auf aus den Hütchen. Da kann der Abstand so 1 bis 2 Meter zwischen den einzelnen Hütchen sein. Und jetzt zeigen wir euch, wie man den Trick am besten üben kann. Und zwar in hoher Wiederholungsanzahl. Und zwar ziehen wir den Ball von dem einen Hütchen zum nächsten Hütchen und versuchen immer im rechten Winkel zu bleiben und den Fuß auch immer zu drehen. Also immer drehen. Hopp, 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 hopp. Genau. Und das könnt ihr dann versuchen, auch ein bisschen schneller zu machen. Ich versuche jetzt mal eine schnelle Runde für mich zu machen. Und immer darauf achten, dass die Technik sauber ist. Das ist nämlich das Wichtigste. Gut, sehr gut. Dann haben wir diesen Trick, ziehen, vorlegen, eigentlich schon ganz gut drauf. Jetzt wollen wir uns den nächsten Trick anschauen. Dazu nehmen wir die eine Matte, vergrößern den Abstand zwischen den beiden zentralen Hütchen und die anderen beiden können wir rausnehmen. So, jetzt wollen wir uns den nächsten Trick anschauen, und zwar die Schussfinte. Bei der Schussfinte werde ich von der Seite angegriffen oder ich werde sogar verfolgt. Und jetzt versuche ich praktisch durch die Schussfinte die Richtung zu ändern. Das heißt, der Gegner attackiert mich hier. Ich täusche zum Beispiel eine Flanke oder einen Schuss an. Der Gegner versucht den Schuss zu blocken. Und dann spiele ich den Ball hinter meinem Rücken sozusagen vorbei. Und damit ist der Gegner ins Leere gelaufen. Ich könnte jetzt die Flanke schlagen oder aufs Tor schießen. Wir versuchen das nochmal im Stand, mal ganz langsam. Also wir stellen das eine Standbein neben den Ball, ein bisschen in die Knie gehen, damit wir das Knie auch ganz gut drehen können. Mit dem anderen Fuß gehe ich um den Ball herum, hier aufs Knie, in die Knie gehen und spiele den Ball dann praktisch mit der Innenseite des Fußes wieder zurück. Wenn wir das dann ganz gut können, das müsst ihr ausprobieren, dann legt ihr den Ball mal vor, dass der Ball rollt, müsst den Standbein aber dann weit vor dem Ball legen. Das heißt, ich rolle den Ball vor, so das Standbein weit vor dem Ball, warte, bis der Ball kommt und spiele ihn dann wieder zurück. So, und dann dürfen wir normalerweise in die Schussfinte nicht reingehen, sondern reinspringen, damit sie dort komplett effektiv ist. Wenn wir reingehen, zieht es praktisch aus hohem Tempo uns das Gewicht nach vorne weg und wir können es nicht abbremsen. Deswegen müssen wir jetzt gehen wir einen Schritt weiter und sagen, jetzt müssen wir springen. Heißt, wir rollen den Ball vor, springen mit dem linken Fuß ab, treffen den Ball und landen mit beiden Füßen. Dann können wir aus hohem Tempo sozusagen gut stemmen und die Richtung gut wechseln. Heißt, ich zeige es nochmal, wenn man den Ball vorlegt und jetzt geht man praktisch rein, dann zieht es mich aus schnellem Tempo tendenziell nach vorne. Ich möchte aber die Richtung schnell ändern. Also versuchen wir jetzt hier zu springen. Das heißt, wir springen, wir treffen und wir stemmen. Und dann können wir in die andere Richtung kommen. Wer da ein bisschen Probleme hat, das hinzubekommen, der kann auch so starten, dass wir ein Standbein weiter weg tun und legen den Fuß seitlich. Moment, so, legen den Fuß seitlich auf den Ball und jetzt rollen wir den Ball zu uns und springen dann rüber und landen mit beiden Füßen. Ja, dann ist es als Start einfacher, um da wirklich reinzukommen. Und dann versuchen wir es wirklich irgendwann, hopp, springen, treffen, landen ist die Reihenfolge, damit der wirklich dynamisch ist. Um den Trick dann gut zu üben,
könnt ihr entweder so beginnen, das heißt, wie gesagt, mit reingehen beginnen, das heißt, wir führen den Ball an und beim Hütchen drehen wir uns um und gehen rein. Dann führen wir den Ball wieder zum anderen Hütchen, stampfen daneben und führen an. Und da machen wir so 3-4 Runden, bis wir uns ganz gut fühlen dabei. Und wenn wir das sozusagen können, dann dürfen wir den Ball ein bisschen beschleunigen und springen schon rein. Also anführen, springen, treffen, landen. 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 Dafür brauchen wir vielleicht ein bisschen Zeit, aber dann sollten wir das hinbekommen. Sobald wir das hinbekommen haben, wollen wir die Sachen kombinieren. Heißt, der Gegner kommt und attackiert mich von vorne. Ich warte, bis er versucht, den Ball zu spitzeln. Ich ziehe den Ball weg, lasse ihn ins Leere laufen. Dann wird der Gegner natürlich, er wird wieder kommen und versuche mich einzuholen. Dann täusche ich praktisch Flanke oder Schuss an, hopp, und lasse ihn wieder ins Leere laufen. Und das kombinieren wir jetzt. Das heißt, wir starten hier, immer auf die Details achten, ziehen, vorlegen, laufen am Hütchen vorbei und machen dann eine Schussfinte, sodass der Ball eigentlich da liegen bleibt. Dann drehen wir uns wieder, machen wieder, ziehen, vorlegen, laufen am Hütchen vorbei, machen eine Schussfinte, dass der Ball liegen bleibt und drehen uns wieder rüber. Dann wieder ziehen, vorlegen, am Hütchen vorbei, Schussfinte, umdrehen, ziehen, vorlegen, am Hütchen vorbei, Schussfinte, ziehen, vorlegen, am Hütchen vorbei, Schussfinte, ziehen, vorlegen, am Hütchen vorbei, Schussfinte. Das könnt ihr dann versuchen, schneller zu machen. Das Wichtigste ist, dass ihr nicht sofort in dieses Springen reingeht und in volles Tempo, sondern dass wir langsam beginnen, um den Trick in seinen Details kennenzulernen, dass der Körper auch merkt, auf was muss ich dabei achten, und dann versuchen wir immer schneller zu werden. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Übung. Haut rein und habt Spaß. So, und jetzt machen wir die Übung nochmal. Ziehen, vorlegen, neben Südchen laufen, Schussfinte nur anhalten, ziehen, vorlegen. Schussfinte nur anhalten, rumgehen, ziehen, vorlegen. Okay, und jetzt schauen wir uns mal die Schussfinte auf der linken Seite an, weil die Schussfinte brauchen wir mit beiden Füßen, mit rechts und mit links. Ziehen, vorlegen mache ich jetzt als Rechtsfuß, nur mit dem rechten Fuß. Bedeutet, Linksfüßer üben das Ziehen, vorlegen bitte mit dem linken Fuß und nicht mit dem rechten Fuß. Also, jetzt schauen wir uns mal die Schussfinte auf der linken Seite an. Und zwar den Ball wieder anfangen, Ball schön nach vorne legen, Standbein neben den Ball, hopp, um den Ball herumgehen, schauen, dass beide Knie leicht gebeugt sind. Und den Ball mit der Innenseite zurückrollen. Ich zeige es nochmal her. Standbein schön neben den Ball. Bisschen in die Knie gehen, damit ich meine Beine auch drehen kann. Den Ball praktisch mit ausgestrecktem Fuß nach hinten zurückrollen. Wenn wir das dann ganz gut drauf haben, dann versuchen wir das mal mit rollendem Ball. Und gehen aber trotzdem noch rein. Also noch nicht ins Springen reingehen. Den Ball vorlegen, Standbein weit vorsetzen. Und den Ball wieder zurückholen. Das heißt, Standbein weit vorsetzen und den Ball wieder zurückholen. Wenn wir das dann gut drauf haben, dann versuchen wir reinzuspringen. Bedeutet, wir springen jetzt von dem rechten Bein, versuchen den Ball zu treffen und landen wieder mit beiden Füßen, damit wir gut stemmen können. Wer damit Probleme hat, der sollte schauen, dass er sich den Ball hinlegt. Nochmal Standbein weit weg vom Ball, Fuß seitlich drauf und den Ball herrollen zu sich und mit beiden Füßen drum und springen. Wichtig ist, dass wir mit beiden Füßen wirklich gleichzeitig landen. Gut. Und dann versuchen wir das, wenn wir den Trick drauf haben, mit dem alten zu kombinieren. Das heißt, die Rechtsfüßer machen Ziehen, Vorlegen. Die Linksfüßer dürfen jetzt auf die andere Seite gehen und machen Ziehen, Vorlegen mit links. Die Rechtsfüßer machen es so wie ich. Heißt, Ziehen, Vorlegen, am Hütchen vorbei, Schussfinte jetzt mit links. Dann wieder hinstellen, Ziehen, Vorlegen, am Hütchen vorbei, Schussfinte mit links. Wieder hinstellen, Ziehen, Vorlegen, am Hütchen vorbei und nur anhalten den Ball.
So, und wenn ihr das gut drauf habt, das heißt, ihr habt ein gutes Gefühl und ihr habt das Gefühl, dass die Details auch passen, dann könnt ihr das auch ein bisschen schneller machen. Dann versucht ihr mal an euer Maximum zu gehen. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Üben. Bis zum nächsten Mal.